Liebe Erdingerinnen und Erdinger, heute war ein ganz besonderer Tag für die Mittelschüler aus Altenerding und aus der Loderer Schule in Erding, denn wir konnten die Jahrgangsbesten auszeichnen. Und neben mir ist der Schulreferent der Stadt Erding, der ja diesen Preis gewissermaßen modelliert hat. Lieber Josef Biller, was war denn die Intention dieses Preises? Es werden so viele Preise vergeben, insbesondere an den weiterführenden Schulen und die Mittelschule, die frühere Hauptschule, denke ich, sollte durch diesen Preis aufgewertet werden und die vielen Schülerinnen und Schüler, die genauso großartige Leistungen erbringen in den Schulen, sollten dadurch gewürdigt werden. Der Preis ist ja recht stattlich. Es sind nicht nur eine Urkunde, sondern ja auch 200 Euro. Im Grunde genommen Motivation für alle Jahrgänge, sich reinzuhängen. Was war denn der Hintergrund, dass man nicht nur die Besten der Note nach, sondern auch eine Würdigung für gewisse Themen gemacht hat? Die Schule hat zwei wichtige Aufgaben. Das eine ist Bildung und das andere ist Erziehung. Und ich denke, dass das, was die Schüler auch im außerschulischen Bereich bringen, was sie im sozialen Bereich leisten, das sollte ganz besonders auch gewürdigt werden. Und da denke ich, ist dieser Preis von der Eisenreich Schulfondsstiftung ganz nützlich. Lieber Herr Biller, die Mittelschule hat ja noch keine lange Tradition. Wie ist denn eine Zwischenbilanz? Wie sehen Sie denn die städtischen Mittelschulen? Ich bin sehr froh darüber, dass die Anmeldezahlen an den Mittelschulen gestiegen sind, dass die Eltern früher, als ich geglaubt habe, dieser Schule wieder die Chance geben. Denn ich bin der ganz festen Meinung, dass für viele Kinder das auch die richtige Schule ist. Ja. Das hoffe ich auch, dass sich der Typus durchsetzt, denn wir haben ja vor spannenden Zeiten. Die Schullandschaft der Stadt ist bunt und wir haben heute einen Preis verleihen dürfen, der diese Buntheit unterstreicht. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.